Also, warum lache ich gerade? Ich habe gerade das Radio ausgemacht und da kam ein Lied, keine Ahnung von wem, da sang jemand, wer hat dort schlechte Laune? Und da musste ich so unfassbar lachen, weil das eigentlich ganz gut passt so gerade. Heute herzlich willkommen zu einem neuen Video von Savage Scooters. Wieder ein Video aus der Kategorie, wer hat dort schlechte Laune? Wie ihr seht, ich habe unfassbar schlechte Laune, weil ich vorm Onyx stehe. Und der Onyx ist kaputt. Also wieder ein Video aus der Reihe. Warum ist Vespa-Fahren so geil? Warum kostet Vespa-Fahren so viel Geld? Und warum lässt mich Vespa-Fahren oft verzweifeln? Tja, das ist wie es ist. Du kannst dir so viel Mühe geben, wie du willst. Du kannst dir so viel Liebe und so viel Herzblut in deine Projekte stecken und deine Motoren bauen mit Engelshaar, mit Weihwasser und mit Segnung vom Papst. Irgendein Bauteil sagt dir irgendwann, dich. Mehr darf man bei YouTube nicht sagen. Und so ist es. Es ist wieder mal passiert. Der Vespa-Gott hat zugeschlagen und hat gesagt, hör mal Kollege, hast du super Arbeit gemacht, aber das machst du jetzt nochmal. Also, was ist passiert? Der Onyx ist kaputt, der Motor hat einen Schaden und zwar übel. Zur Geschichte, ich bin vor einer Woche mit meiner Holden, wo noch ein bisschen schönes Wetter war, mit dem neuen 200er, den wir haben und mit dem Onyx, sind wir ein bisschen durch die Lande geballert und zwar übelst. Also wir haben richtig die Kuh fliegen lassen und wer mich kennt, weiß, ich schone meine Motoren nicht. Ich baue meine Motoren selber, ich weiß, was ich ihnen zumuten kann. Moment. Also ich glaube zu wissen, was ich ihnen zumuten kann und mir ist es dann halt auch egal, wenn mal was kaputt geht. Und das ist jetzt wieder passiert. Es ist wieder was kaputt gegangen und meine Kurbelwelle vom Onyx hat gesagt, nö. Was du dir da so gedacht hast, das mache ich nicht mit. Ja, und nach erster zaghafter Analyse glaube ich, dass meine Kurbelwelle sich nicht nur verdreht hat, sondern komplett den Dienst auf dem Pleuelzapfen verweigert hat und gedacht hat, ich habe noch ein bisschen Platz im Gehäuse, ich gehe mal in die andere Richtung und in die Richtung und verdrehe mich und mache irgendwas. Also passiert ist Folgendes, wir sind 40, 50 Kilometer wirklich hart geballert. Weil ich mir mit dem Onyx gesagt habe, ich muss unbedingt hinter der 200er her und meine Kleine ist mit 120, 130 auf jeden Fall richtig schnell die Landstraße runtergebürstet und ich mit dem Onyx hart hinterher. Ich habe sie nicht gekriegt, aber der Tacho stand wirklich fast senkrecht und wir haben echt die Kuh fliegen lassen. Und dann, als wir wieder zu Hause waren, habe ich zu ihr gesagt, ey, pass mal auf, der Kupplungszug, ich muss den mal nachstellen, der hat sich gelenkt, wenn ich die Kupplung einlege, dann drückt er schon so ein bisschen nach vorne, ich muss die Kupplung mal nachstellen. Und stelle den Kupplungszug nach und sie steht neben mir und raucht eine und sagt zu mir noch, mach nicht kaputt. Und ich so, ey, stell die Kupplungszug nach, was soll kaputt gehen? Und dreht den Roller an, wumm, macht zweimal, wumm, wumm. Und dann macht er, blab. Und meine Frau guckt mich an. Hat sie kaputt gemacht? Und ich so, ja. Und sie so, ist nicht dein Ernst, hast du wirklich kaputt? Und ich so, ja, ist kaputt. Der hat im Stand komplett weggeklemmt, dachte ich. Oh Gott, das war so lustig. Deswegen muss ich so lachen. Und gerade noch das Lied im Radio. Echt. Aber ein guter Tag heute. Also wirklich ein guter Tag. Ich habe echt Spaß in den Backen. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, der ist kaputt, der läuft nicht mehr. Ich konnte den Kicker nicht mehr bewegen, nix. Und habe mir noch so überlegt, das kann ja nicht sein, dass dir die Scheiße im Stand wegklemmt. Das geht gar nicht. Du bist gerade 50 Kilometer hart am Limit gebürstet mit der Mutti. Hat alles wunderbar funktioniert. Du stehst hier in der Halle, gibst zweimal Gas, hast den Kupplungszug nachgestellt, wolltest gerade nochmal losfahren, um zu gucken, ob alles passt. Da, fest, komplett fest. Meine Frau, so eine Krawatte. Mein Onyx. Also ich, scheiße. Gut. Also habe ich den Zylinder gezogen.
ne, wie ihr sehen könnt. Ja, beziehungsweise habe den Kopf abgenommen, habe da reingeschaut. Verbrennung top. Warte. Zündkerze. Kann man das sehen? Zündkerze top. Zylinderkopf. Trocken. Keine Fremdluft. Super Verbrennungsbild. Auf dem Kolben seht ihr noch das Überstrombild. Also, ne, ihr könnt sehen quasi, wo der Sprit über die Überströme auf dem Kolbendach einfließt. Alles super. Keine Klemmspuren, keine Reiber, nichts. Und ich denke so, hä? Hä? Und dann wusste ich, alles klar. Alles klar. Die 62er Pinasco-Welle, die drin ist, muss sich was anderes überlegt haben. Und dann habe ich das Lüfterrad gedreht und habe festgestellt, boah, ich komme über den unteren Todpunkt. Also ich kann den Zylinder bzw. den Kolben bewegen rauf, runter. Also quasi über den oberen Todpunkt hinweg, wieder runter. Und wenn er über den unteren Todpunkt drüber soll, klemmt er. Steht brutal fest. So, jetzt ist mein, ihr seht, der Motor ist noch zusammen. Ja, es ist noch alles zusammengebaut. Meine Vermutung ist, die Kurbelwelle hat sich nicht nur verdreht. Das wäre einfach, rausnehmen, richten, verlasern lassen. Ich habe eigentlich der Kurbelwelle mehr zugetraut. Muss dazu sagen, was ich von dem Motor abverlangt habe, an Drehmoment, das ist schon heftig. Der hatte ja am Schluss knapp 22 PS und 28 Newtonmeter. Das war schon nicht ohne. Aber ich habe der Welle einfach mehr zugetraut. So, im Idealfall ist sie nur verdreht, dann richte ich sie wieder und verlaser sie und baue sie zusammen und dann ist es gut. Wenn es ganz blöd ist, hat die Welle sich vom Pleuzapfen gelöst oder eine Wange sich vom Pleuzapfen gelöst, hat den Weg nach draußen zum Gehäuse gesucht und hat mir das Gehäuse zerschlagen, kaputt gemacht. Auch das gehört dazu. Das ist das, was ich immer sage. Wenn ihr Motoren baut und Tuning macht und so, da ist immer eine Idee, die dahinter steckt. Man macht das mit viel Liebe, baut das mit sehr viel Akribie und dann kommt irgendeine Komponente und sagt, nee, so nicht, Onkel. Dann ist das so. Also, es ist, wie es ist. Bauen wir die Scheiße mal auseinander und gucken, was los ist. Was ein herrlicher Tag. Viel Spaß beim Video. So, Motor ist draußen. Ich freue mich. Ganz dolle. Nein, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen ernster werden, glaube ich, damit der Sache auch ein bisschen Seriosität zuteil wird. Also, Moment, ich muss mich kurz sammeln. Der Motor ist draußen und er ist kaputt. Kann nicht, ist egal. So, ich habe den Zylinder jetzt mal runtergenommen und jetzt zeige ich euch mal den Zylinderfuß, ich zeige euch mal den Kolben, ihr könnt euch das mal anschauen und könnt mal gucken, wie gut das eigentlich aussieht. Und dann zeige ich euch eigentlich auch genau, was das Problem ist. Ja? Also, ich schwenke jetzt mal um, Sekunde. So, das ist der Zylinder. Wie wir sehen, ist der Zylinder schön trocken. Ne? Also, hat nirgendwo Luft abgeblasen, irgendwo irgendwelche Undichtigkeiten. Nein, wie wir sehen, haben wir... Das sind natürlich jetzt etwas größere Überströmer. Ne? Das ist ja das, was ich euch damals bei diesem Projekt gesagt habe, dass ich nur die Überströmer aufgerissen habe und am Zylinder nichts gemacht habe. Und wenn wir mal so in den Zylinder reingucken, versuche mal ein bisschen Licht zu holen. So, da. Der Zylinder ist tipptopp in Ordnung. Keine Reiber, keine Klemmer, keine Spuren, nix. So. Gucken wir uns den Kolben an. Der Kolben sieht genauso gut aus. Ja? Also
ich filme mal ein bisschen von oben und ziehe euch das mal näher. Der Kolben hat keinerlei Reibspuren. Die Beschichtung ist ein bisschen abgegangen, ja, keine Frage. Ne? Zylinder, der Kolben von oben. Könnt ihr sehen, also hier seht ihr gut, wo die Überströmer sind, wo das... Das ist nicht im Ernst, jetzt klingelt ja mein Handy. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen und ans Telefon gehen. Sekunde! So, das Telefongespräch haben wir jetzt beendet. Aber das ist so im Wahrnehmen. Da vergisst du einfach dein Handy auszumachen und zack, ist so eine Aufnahme in den Arsch. Also zurück zur Realität. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es leise gestellt habe oder nicht. Na, ist ja wurscht. Wenn es klingelt, hört ihr es auf jeden Fall. Also, zurück zur Realität. Gucken wir uns nochmal den Motor ein bisschen genauer an. Also der Kolben, wie gesagt, der ist in Ordnung. Das Einströmbild kann man auf dem Kolbendach noch ganz gut sehen. Es sind auch keine Ablagerungen drauf. Ja, kann man so ganz gut sehen. Ja, also von der Seite aus kein Problem. Aber jetzt kommt es halt. Ne? So, jetzt versuche ich mal das Lüfterrad mit der Kurbelwelle zu drehen. So, ihr seht, ich komme also ziemlich gut runter. Ja, machen wir die Kolben mal so. Und dann komme ich auf den unteren Totpunkt. Und jetzt geht genau gar nichts mehr. Also, so, wenn ich den wieder rausdrehe, boah, Moment. Oh, mit einer Hand ist richtig scheiße. Sekunde. Fest. Also, jetzt kriege ich es nicht mal, muss ich mal die rechte Hand nehmen. Sauer, nee, geht nicht. Also jetzt habe ich ihn selber mit Hand so festgeklemmt, dass ich nicht mal mehr loskriege. Also ihr seht, genau das ist das Problem, ja. Kurbelwelle. Massiver Kurbelwellenschaden. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Thematik nicht dramatisch ist, dass das Gehäuse in Mitleidenschaft gezogen ist. Ansonsten haben wir ein Thema mit dem Gehäuse. Ich zerlege das jetzt mal und dann schauen wir uns das mal an, wie sich das Bild darstellt, wenn wir den Motor zerlegt haben. Was ein toller Tag. Ja, wie soll ich sagen? Die gute Laune ist gewichen. Aber das ist so. Das ist beim Tuning einfach so. Da müssen wir mit leben. Ich habe den Motor jetzt mal demontiert. Und das nüchterne Erwachen ist da. Ich zeige euch jetzt, was das Problem ist. Also, die Welle ist raus. Und die Welle hat sich so verdreht, dass sie mir den Drehschieber zerstört hat. Ja, also ihr könnt ganz gut erkennen, dass hier der Drehschieber extrem in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber das wäre reparabel. Das Problem, was ich habe, ja, ist eigentlich auf der anderen Seite. Das ist diese Gehäuseseite. Ich jetzt mal darunter zoome, dann seht ihr das, dass an dieser Stelle das Gehäuse gerissen ist. Ja, in den Riss kann man auch sehr gut fühlen. So, also das heißt, die verdrehte Welle hat sich so breit gemacht, dass sie mir hier an der Stelle das Gehäuse gesprengt hat. Nicht nur das, wie ihr seht, hat sie sich auch sehr, sehr gut hier an diese Fläche angelehnt. Also sie ist auch ein Stück vom Zapfen runter, so viel wie sie konnte. Was aufgrund dieser enormen Unwucht, die dadurch entstanden ist, passiert ist, dass das Lager in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also das Lager hat das auch nicht überlebt, das Lager ist auch Schrott. Ja, und somit habe ich einen kapitalen Motorschaden. Das Gehäuse ist gerissen an einer Stelle, wo ich es überhaupt nicht brauchen kann. Damit ist das Gehäuse tot. Ja, schade, hätte ja klappen können. So, jetzt habe ich mich mal vor meinen Messbock gesetzt. Also ich habe hier eine Marmorplatte. Auf der Marmorplatte habe ich mein Rundlaufprüfgerät. Und an diesem Rundlaufprüfgerät habe ich meine Uhren positioniert. Und die Uhren können mir eigentlich ganz genau sagen, über wie viel wir hier reden. Ich habe das eingespannt, ich werde die Welle mal drehen. Und ihr könnt das mal einfach auf euch wirken lassen. Beobachtet die Zeiger und... Ja, genießt das Schauspiel. So, das ist die besagte 62 mm Pinasco-Welle.
Wie man hier eindrücklich sehen kann, ist, dass die Kontaktaufnahme mit dem Drehschieber stattgefunden hat. Und was die Unwucht angeht. Tja. Das bedarf wohl keiner Worte mehr, glaube ich, oder? Das sieht man auch sehr gut. Warte mal, ich versuche das mal, dass man das mit dem Auge sehen kann. Wie schief die ist. Ja. So, Pinasco-Welle. Es war nett, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, aber den Spaß lassen wir mal bleiben. Es ist ernüchternd. Eben hatte ich tatsächlich noch ein bisschen gute Laune, hatte gehofft, ja gut, dann richten wir den Kram wieder und dann ist das in Ordnung und dann fahren wir nächste Woche wieder rum. Machen wir nicht an der Stelle. An der Stelle ist es tatsächlich so, dass wir ein neues Gehäuse brauchen, eine neue Kurbelwelle brauchen. Das Prinzip dieses Motors nicht in Frage gestellt ist, aber ich muss mich halt einfach besser schützen gegen das Verdrehen der Welle, indem ich einfach die Welle entsprechend bearbeite und verlaser, damit ich diesen Drehimpuls nicht in die Welle kriege. War das jetzt naiv von mir zu glauben, dass die Welle das hält? Nein, war es eigentlich nicht. Die 62er Welle von Pinasco ist schon am Limit gefertigt, muss man sagen. Durch den 62 mm Hub habe ich nicht mehr viel Überstand über dem Pleuelzapfen. Das heißt, das Pressmaß muss perfekt sein und ja, die Welle sollte optimal gefertigt sein, damit da eigentlich nichts passiert. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist, ob der Pleuelzapfen Untermaß hat, ob die Wangen nicht gut gefertigt sind, ob es einfach zu viel Drehmoment war. Das glaube ich eigentlich nicht, weil bei den BGM-Wellen ist es zum Beispiel so, dass ich da 25 PS, 28 Newtonmeter im CUDA seit 3 Jahren fahre und die bewegen sich keinen Millimeter. Die sind vielleicht auch ein bisschen anders gefertigt. Keine Ahnung, vielleicht auch ein anderes oder ein Stück weit auch mehr Qualitätsmanagement. Ich habe keine Ahnung, ich will das gar nicht bewerten. Ich sehe nur, was kaputt ist und ich sehe nur, was es mir gebracht hat. Ich hatte 400 Kilometer extrem viel Spaß, extrem gute Laune. Vielleicht hätte ich sie verlasern sollen von Anfang an. Ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Aber ich bin einfach mit dem guten Glauben an die Sache rangegangen, dass das schon wird. Ja, wird's nicht. Die Welle hat sich verdreht. Die Welle hat sich die Wangen haben sich vom Zapfen losgesagt und haben versucht, ihren Weg nach draußen zu finden. Wurden durch das Gehäuse aufgehalten. Das Gehäuse hat dadurch extrem Schaden genommen. Also, that's life. That's tuning. Motorschaden. Kaputt. Einmal wieder neu. Das passiert mir auch. Also alles, was ich baue, erhebt nicht den Anspruch auf unkaputtbar. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich arbeite mit sehr, sehr viel Liebe und Detailversessenheit und achte auf alles, auf das man achten muss. Aber wenn die Bauteile ein Eigenleben entwickeln, dann kannst du so viel Liebe in den Motor geben, wie du willst, dann ist es, wie es ist. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache. Ich glaube, ich muss mal beim Ulf anrufen vom Scooter Center und den mal fragen, ob er noch eine Idee hat und ein Gehäuse für mich hat, das ich vielleicht dann ersatzweise mir bearbeiten kann. Das große Problem ist eigentlich, dass ich das Gehäuse habe aufschweißen lassen, das Gehäuse bearbeiten habe lassen, um diese riesen Überströmer zu verpacken. So, das heißt, auch der BGM-Zylinder ist an der Stelle für ein normales Gehäuse nicht brauchbar, weil ich den so weit aufgerissen habe, dass ich die normalen Dichtflächen nicht mehr benutzen kann. Ich zeige euch das mal, Sekunde. Also ihr könnt da sehen, da ist nicht mehr viel Fleisch gewesen. Ne? Also die Überströme sind wirklich komplett aufgerissen gewesen, was die Dichtfläche vom Gehäuse einfach nicht mehr hergegeben hat. Ne? Also wenn du die Überströmer komplett aufreißt, so viel Fleisch wie da ist, dann gucken die über das Gehäuse hinweg. Und deswegen musst du das Gehäuse aufschweißen und spindeln lassen, damit der Zylinder dann auch Überstromtaschen hat, durch die er versorgt werden kann. Ne? Und das ist schon amtlich. Ja, aber hier kann ich euch noch ein kleines Detail zeigen, was ich mir auch noch habe einfallen lassen. Das Problem ist, wenn ich den Zylinder mit einer 62er Welle fahre von BGM, habe ich das Problem, dass meine Kopfführung nicht mehr funktioniert, weil der Zylinderkopf nicht mehr in den Zylinder eintauchen kann und ich mit Spacern arbeiten muss. Und wenn ich mit Spacern arbeite, dann müssen die ja auch irgendwie geführt sein. Und wenn der Kopf nicht geführt ist und wenn die Spacer nicht geführt sind, dann habe ich tendenziell das Problem, dass die Kopfspacer in den Brennraum reinrutschen können bei der Montage. Und um das zu verhindern, habe ich den hier oben gestiftet, ja, um sicherzustellen, dass der Spacer
immer in der perfekten und optimalen Position ist. Und das kann man jetzt mit dem Finger gut fühlen. Also die Spacer hatten genügend Platz gelassen für den Kolben oder fürs Kolbendach. Und da haben wir tatsächlich überhaupt kein Problem. Also der Zylinder war nicht im Ansatz das Problem. Ich glaube, das Drehmoment in tiefen Drehzahlen, das war das Problem. Das hat die Welle gekillt. Ja, Freunde der Sonne, auf ein neues. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts zu tun im Winter. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss das Mutti beichten. Liebes Schätzelein, wenn du das guckst, der Onyx-Motor ist tot. Ich baue dir was Neues. Versprochen. Was eine Kacke. Ja, in diesem Sinne war es das erstmal von mir. Heute mal ein kürzeres Video, was einfach an der Tatsache liegt, ich kann jetzt nicht weitermachen. Ich habe weder eine Kurbelwelle, weder habe ich ein Gehäuse, noch ist das Gehäuse bearbeitet und vorbereitet. Kaputt. Mal schauen. Also, jetzt muss ich mir ein neues Gehäuse suchen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Aber das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Ich würde das tatsächlich gerne wieder bauen, auch wieder eine Pinasco-Welle kaufen. Wieder mit 62 Hub. Einfach, weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aber diesmal würde ich mich dann halt ein bisschen besser präparieren und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Liebe in die Welle fließen lassen. Das heißt, die Welle verlasern lassen, um einfach sicher zu sein, dass ich da nie wieder was bewegen kann. Gut. Versuch macht klug. Problem ist da. Passiert allen. Passiert mir, passiert euch. Schade. In diesem Sinne, bleibt hässlich. Wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.